怪我はないようですね。 Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Okay, dann bleib eben nicht hängen. Ja, in der letzten Folge haben wir... Boah, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich habe vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen, entschuldigt bitte. Ich gehe mal kurz bei meinen Part nachgucken. Ganz. Okay. Meine Parts sind auch nicht da, wo ich sie eingeordnet habe, auf meinem PC, sehr gut. Dann wird, was wir letztes Mal gemacht haben, ein ewiges Mysterium sein. Gut, jedenfalls in der Folge, meine Expedition ist zurückgekommen. Bams. Ach ja, ich habe Dings, Level 25 erreicht mit meiner Expedition. Ich habe leider nichts bekommen. Und ja. Weil ich auch noch vergessen habe, ich bin jetzt voll vorbereitet in den Part reingegangen. Katzen, Stufe 4 Inseln habe ich. Ich habe noch nicht genug Seelen, glaube ich. Wo sieht man das eigentlich? Nirgendwo. Pff. Gut. Offscreen habe ich trainiert ein bisschen, zwei Level, und ich habe mit einigen Charakteren ein paar Sachen gelernt, ein paar Sachen gekauft und so, Katzcorner und so, ein paar Sachen gemeistert. Ich habe die ganze Zeit hier diese Stufe Rot Gegner, nenne ich Stufe Rot Gegner, wandelnde Gegner oder so, hier diese Gegner, die irgendwie, weiß ich nicht, zufällig auftauchen und ein bisschen stärker sind, hier so Lindwurm und also was, fällt mir gerade ein. Keine Ahnung, ich habe einfach im Internet nachguckt, wie man diese Typen am schnellsten spawnen kann, und zwar indem man einfach nur ein paar Gegner erledigt, dann kommen die zufällig irgendwann, und ja, das habe ich dann immer so lange gemacht, bis sie aufgetaucht sind. Die haben mir viel Dings gegeben, Meisterungspunkte oder wie auch immer die Dinger heißen, und ja, damit habe ich schnell ein paar Sachen gelevelt. So, jedenfalls, Titel hat Eisen eine ganze Menge bekommen, 4 Stück, und zwar einmal Seelenschläger für 2500 gesammelte Seelen, ne? Ja. Dann ewiger Wanderer, 10 umherstreifende Gegner besiegt. Okay, ja, so heißen die Viecher anscheinend. Da habe ich schon 16. Da habe ich bekommen, als ich 10 erledigt habe, also habe ich schon wieder eine ganze Ecke erledigt. Schwachstellenjäger, 500 Schwachpunkt-Kombos hier. Und das Ende, 250 Mystic Arts. Wie ist es? Ja, yeah. Gut, dann Eleanor habe ich Speerspezialistin bekommen. Was steht da? Staatskrankheiten, okay. Ja, 2000 Staatskrankheiten hat sie auf Level 4 gebracht. Gut, dann habe ich noch. Ach ja, ich habe diese komische Biene neu erledigt, die ich irgendwo gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für einen Gegenstand dafür bekommen habe, aber ich glaube, es war nicht so gut. Lass mal gucken. Potenzite, Dingskirchen. Betäubungsdauer, das war es, glaube ich, nicht. Das auch nicht. Hier, das hier habe ich von irgendwas bekommen. Ja, das muss ich bekommen haben, weil ich habe nichts notiert gehabt auf meinen Notizen. Und zwar, wenn auf schwere Schwierigkeitsgrade oder höher weniger als 100 Ausrüstungsteile getragen werden, wird die Beuterate um 1% erhöht. Das ist sehr, sehr dämlich, weil ich habe immer mehr als 100, nehme ich an, weil ich alles irgendwie horte, so jeden Gegenstand mindestens einmal. So, und dann habe ich den Ladenlevel auf Level 14 gemacht, habe noch einen namenlosen Talisman bekommen. Warum habe ich niemanden den gegeben? Ey. Das wäre voll drauf, ey. Ja. Das ist doch einfach nicht wahr, ey. Gut, warte mal. Wer hat jetzt den zweiten? Du. Gut, bei Kampf beginnen. Alles klar, ich habe vor, in der Story ein bisschen voranzuschreiten. Dafür müssen wir zum Imperischen Turm. Was haben wir noch alles hier alles? Außer welche Suche, das schaffen wir nicht. Den Drachenschwertkämpfer im Imperischen Turm.
das nehme ich mal an, werden wir auch nicht schaffen. Da kommen wir noch nicht hin. Also ja, wir müssen echt zum empirischen Thron gehen. Wie komme ich noch mal am besten dahin? Von Logos, ne? Gut. Gut, doch. Hab ich für euch hier vollkommen. Ich habe 15. Okay. Gut, ich habe immer noch den Dings hier aktiv. Ich weiß nicht, wie dieser Finstertränk hier. Wie komme ich noch mal hin? Da. Da muss ich zur nördlichen. Da, okay. Gut, dann gehen wir rein. Ja, ich habe immer noch einen Finstertrank hier aktiv. Ich verstehe nicht, wie die funktionieren. Ich habe den irgendwie, weiß nicht. Als ich angefangen habe hier, mein Offscreen-Zeug, habe ich den irgendwie aktiviert und dann hielt er irgendwie nur so 5 Minuten. Dann irgendwie habe ich den, als er abgelaufen ist, nochmal aktiviert und dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, für 2-3 Stunden oder so gehalten. Ich weiß nicht, wie lange ich nochmal hier gemacht habe. Also ja, komisch. Ja, ich will nicht. Nee, warte, da war falsch, glaube ich. Ja. Hier muss ich lang. Ich möchte. Warte mal, was? Was ist da richtig? So, erstmal in meinem Leben bin ich verwirrt. Hier bin ich falsch, ne? Was? Okay, keine Ahnung. Vom Saxonhafen muss ich dahin, glaube ich, ne? Ja, verdammter Dreck. Was da gegangen? Bitte sag mir das richtig. Da, warte mal, da war es doch. Gut. Ich will nicht zu weit hier voranschreiten, das Story. Ich will einfach nur gucken, wie weit wir da erstmal reingehen können, ohne dass wir irgendwie wieder hier durchzocken müssen, bevor wir irgendwie die Welt erkunden können oder so. Also ja, so ein bisschen Fortschritt möchte ich da nur haben, damit wir auch hier die Quest für Rokoro machen können, damit wir vielleicht in diesen Wald rein können. Vielleicht fehlt da irgendwie was noch. Warte mal, wo ist der Wald nochmal? Auf der Karte, der ist da, der von, wir müssen doch irgendwie von da aus dahin kommen, ne? Der empirische Thron, der ist da oben. Hier ist er. Also, vielleicht müssen wir von da aus irgendwie dahin, oder? Ja, von hier aus, ne? Von da aus irgendwie dahin, aber vielleicht ist hier noch ein Gebiet, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich will halt ein paar Sachen hier offen werden, wenn wir weitermachen im Spiel. Also machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Wir sind im empirischen Turm und hier ist nichts am passieren im Moment. Okay. Was wo? Ja, danke. Das ist der neue Gegner. 75, hallo? Ja, jedes Mal, wenn ich denke, ich bin über Power, ne? Da kommen Gegner, die sind 20 Level höher als ich. Obwohl, ich bin 8 Level eigentlich nur runter, ne? Ein neues Kampfthema. Ne. Ganz ordentlich, Velvet-Steuer. Ich glaube, wegen ihrem wahren Velvet-Thema, Ziel. Boah, ich hab's heute echt mit der Sprache, ne? Aber die Gegner gehen noch. Ich sollte vielleicht einen Titel hier ausrüsten, ja. Mehr Drop-Rate, aber das kann man auch viel machen. Wenn man zaubern, verdammt. Falscher Gegner. Oh, Velvet. Die ist schon wieder am Falken hier. Okay, am Himmel. Ich habe da gerade irgendwas gesehen. Da oben. Leck mich. Magie-Gegner, Magilo. Ja, verdammt, ich habe keinen Links bekommen. Komm mal jemand her. So, komm her. Ich hab schon aufgegeben hier, Level 2 müsste gerade einzusetzen. Ich krieg die nicht hin. Also ja. Rechne mal damit, dass sie nie mehr sehen wird hier. Ja, komm her. Ja, Magie. Dagegen ist Magilo die beste Lösung. Komm mal her.
Bin auch gut, dass sich das immer auffüllt. Ich meine, die hätten dann auch richtig lahm machen können, dass irgendwie sich das immer nur so, weiß ich nicht, um 3-4% oder irgendwie so was auflädt oder nur so zur Hälfte oder so. Aber nein, das ist immer aufgefüllt, wenn ich Magie absorbiere. Nicht sehr gut. Boom. Sei tot. Bah. Sind hier so viele von denen? Wie viele da so viele in einer Begegnung nur sind. Aber okay. Und dann nur 2000. Oh, Nestor gewandt. Fans und Stoffe. Niemand darf es ungestraft als altes Eisen nennen. Okay. So. Habe ich. Ich habe nichts mehr zum Ausrüsten. Ja. Blip. Aber meine Katzkorner-Sachen sind besser anscheinend. Feuerschaden reduziert um 6%. Ja. So. Gegner. Nein, okay. Ich wollte euch da oben da zeigen. Hier. Hier diesen Kreis da oben. Eleanor hat gerade gesagt, seht man auch oben. Ja, wie sollen wir denn da bitte schön hingucken, ey? Können wir doch überhaupt nicht gesichtet hier. Ja, übrigens, Velvet ist ja hier auf dem Rachfeldzug, also machen wir mit ihr hier die Rundschau, ja. Ich habe zwei Ausrufezeichen hier. Warum zwei? Und die Musik ist natürlich Serious Business gerade. So, dich haben wir noch nicht bekämpft, ne? Flügel des Unglücks. Ich bin eine Yu-Gi-Oh-Karte. Also Monster. Nicht so eine Magiekarte oder irgendwie sowas. Wir haben ja immer so kryptische Namen manchmal. Boah, Yu-Gi-Oh! War mir irgendwie zu kompliziert, ey. Ich habe früher gerne Yu-Gi-Oh! Gespielt. Also Kartenspiel. Eigentlich habe ich mehr die Videospiele davon gespielt, weil die Karten zu kaufen war mir immer zu teuer. Ich wusste nie wohin damit. Da habe ich mir immer Spiele gekauft und statt derweise gespielt. Außerdem kann ich nie jemanden, der das Spiel irgendwie spielen wollte. Also ja, so viel dazu. Aber mir wurde es dann irgendwie zu kompliziert mit diesen ganzen XYZ-Karten und all sowas. So vollkommen. Oh, neues Kochlevel. Keine Ahnung, ist voll, viel zu unnötig kompliziert ist das geworden. Keine Ahnung. So viel dazu. So, hier ist irgendwie ein Boss oder so. Ah, wenn ich den nicht besiegen kann, ne? Ich kann so einen Checkpoint oder so haben. Aber ich kann ja zur Not flüchten, ne? Tun mal so, als wäre es so einfach, ne? So, wo ist die Leiter hier? Ich war auch schon mal hier, Mann. Okay, hat sich mal teleportiert. Guck mal, ja, ich muss noch ein paar Sachen hier haben. Hallo. So, von dir haben wir die Dinger bekommen. Müssen wir wissen schon mal, welche Gegner wir erledigen müssen. Was echt drauf sitzt. Mein Dings ein. Mein Seelenbrecher, obwohl ich schon alles voll ab hier. Danke. Stirb. Okay. Kann ich mal irgendwas machen. Oh mein, ja. Ich glaube, ich habe noch nie in irgendeinem Tales of Spiel so oft Mystic Guards eingesetzt wie in diesem hier. Weil es ist auch richtig einfach hier in dem Spiel. Ey. Face in der Luft. Ich weiß nicht, was das für ein Zauber ist, hier mit Kreis. Er ist richtig überpowert, habe ich so gefühlt. Oh Mann. Komm her. Oh Mann. Ja. Gut. Und zack. Mit dem Stroh. Kopf auf die Birne gehauen. Und wer will schon mehr am Frecken? Machst du einer schwer, Mädel? Oh Mann. Wir waren genug Treffer. Von ihnen haben wir immer noch nicht die zweite Mystic Art gesehen. Ich habe nur gesehen, dass das Ding irgendwie da hinten geflogen ist und dann... Oh, die kann man noch nicht bekämpfen, ne?
Und dann war auf einmal eine Explosion da. Da waren 20 Treffer, ey. Da steht er einfach nicht. Was hat? Damit wird unmöglich, ja, Level 200 zu erreichen in dem Spielstand. Ja, das erste Mal, dass ich das nicht schaffe. Dreck. Also wir bekommen irgendwann so die Möglichkeit, so richtig viel. Oh, geil. Hoch zu leveln. Leviathan ist der Eifersuchtsdämon. Okay. War irgendwie so eine komische Kameraperspektive, als er die Münze hochgeworfen hat. Da habe ich irgendwie weggedrückt und der hat irgendwie... Oh, Wasserangriffskraft. Sehr geil. Passt, ne? Dann irgendwie ist er doch auf Kopf gelandet. Und Eisen denkt sich so, oh Gott. Wasserangriffskraft. Lass mal sehen. Hat sie doch auch schon viel, ne? 20%. Okay. Wasserangriffskraft plus 20%, das bedeutet für mich einfach sehr viel mehr Schaden wegen ihrer Magie. Wo ist hier eine Leiter? Ich war ja nicht auf der Seite eine Leiter. Wir warten nur auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite war auf jeden Fall eine Leiter. Ach, hier ist eine. Ich dachte mir schon, Artorius hat sich das hier alle, hat sie ganzen Leiter hier so geschmissen. Denkst du, pff, die kommt jetzt hier nicht mehr hin. Hoch. So, was ist der zweite Ausrufezeichen hier? Das verstehe ich nicht. Eins ist hier der Dämon, den wir erledigen müssen für Rokuro. Mit Rokuro. Wegen Rokuro, keine Ahnung. Zwei Wochen her, lass mich in Ruhe. Ja, war gut, dass die uns direkt hier den Dings gegeben haben, ja. Das Rätsel muss ich nicht nochmal machen, ne? Nö. Dass uns direkt hier das Geobot-Teil gegeben haben. Eine Katastrophe. Ich habe nicht genug Seelen, Junge. Krieg ich überhaupt noch was davon? Ich kann doch jetzt schon zur Normeninsel. Zum Katzcorner. Ja. War sehr gut versteckt. Okay, 80. Also das Gefühl, hier hätte ich sehr viel früher eingehen müssen. Aber gut. Warte, wie kommt denn darauf? Nur weil du 80 Dinger bezahlen musst? Pff. Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, von wem ich die Leviathan-Ringe bekommen habe. Das war knapp. Aber ich werde einfach mal gegen ein paar von euch... Viechern habe ich bestimmt noch nichts, ne? Gucken wir erstmal, was hier noch ist. Ich sehe ja nirgendwo irgendwas. Das ist eine goldene Truhe. Wer da ist noch Loot von letztem Mal drin. Ja, letztes Mal hier war Merkotasche. Ja, total. Oh Gott. Ja, hi, wer seid ihr denn? Einfach ein Ausrufezeichen noch so, boah. それには及ばない。なんか待って。 手加減をすればこっちがやられる。仲間を守りたければ。力ずくで俺たちを止めてみせろ。自分の信じる道を進む。意志を持つ。そういうことでしょう。その通り。ならば我らも、我らの信じる未来を目指そう。聖霊は、霊力を操作する術式を刻んだ器を、カムイの型とすることで、人と聖霊の力を完全に融合することに成功した。 Ja, genau. Bogen, das Schwert, diese Fäustlinge und diese Messer. Kamui
精霊の力を搾取するものだが、人と精霊が互いの意思を認め合った上で発動するものにできれば、神はこの世界にあだなす強大な力と戦うための切り札となる。この世界にあだなす最下の剣士のようにいいわ、好きにすればいい。それもまだ見ぬ未来の可能性の一つだ。一つ中古。Irgendwann so 1000 Jahre gibt uns ein bisschen Zeit。カノヌシのための新規は完成している。この意味はわかる。ええ。その新規を持つのは同志アルトリウス。そういうことでしょう。未来のためにお前の武運を祈ろう。最下の剣士よ。Also in dem Kontext dazu sagen, ist irgendwie komisch. Na, ah, komm mal her, von dir habe ich doch noch nichts, ne? Von Spine habe ich noch nichts. Gut. Gut, doch. Ich habe mich ja weniger als 100 Objekte im Moment ausgerüstet dabei. Ist meine Drop-Rate um ganze 1% gestiegen, hallo? Das ist doch mal. Warum ist denn da direkt schon wieder ein neuer Gegner aufgetaucht? Der ist gerade aufgetaucht, als ich den erledigt habe. Wie geht denn das? Ich meine, ist ja nicht mal so, als würde ich halt Erfahrungspunkte mäßig hier so lohnen. Ey, guck dich doch mal an. Dann habe ich dich auch noch kaputt. Hey, irgendjemand tut ja die ganze Zeit für Kollegen rufen, oder? Ja, sehr gut, Magilo. Komm her. Den wird gern diesen Dämonen auch finden, den ich erledigen muss. Ja, hi. Ja, toll, die ist direkt darüber geflogen. Ich hab eingesetzt. Boom. Ich krieg sogar die ganzen Sachen. Kaiserstraße, 2 Stück. Spuren zu hinterlassen, legendär sind. Gut, hoffentlich haben beide noch nicht irgendwas. Doch, du hast was, du hast noch nicht. Die haben noch sehr viele Sachen nicht. Also gerade. Seltenheit 17, 1. Was? Mein Kampf beginnt für 15 Sekunden unverwundbar. Okay. Was noch? Aber ich habe welche, also gut zu wissen. Gut, am Fehlen glaube ich, ich weiß nicht, von wem ich hier bekommen habe. Aber finde ich gut, dass in der Aufnahme finde ich gut, dass die nur daneben stehen, immer sich denken, oh, ich glaube, der steckt fest, lassen wir den mal. Was ein Idiot. Bin ich jetzt über die ganzen Seelen gesprungen? Nee, da war keine. Ich vorstelle, der Dämon ja irgendwie so nur draußen wartet. Ne? Der ist doch wahrscheinlich direkt da drinne. Steht direkt neben Artorius. Ich kann wieder irgendwo hin, sehr gut. Da war eine Schatztruhe, habe ich gesehen, aber warum war die nicht verzeichnet auf meiner Karte? Egal, ich werde gleich sehen. Velvet auf dem Besen sieht irgendwie komisch aus. Was soll's. Na, genug Kämpfe für heute. Muss ich mal jemand mit irgendwas einsprayen, damit dieser Finstertrank hier endlich mal abläuft. Nee. Okay. Der imperischen Thron ist ja eigentlich nicht mehr viel, ne? Da ist ja direkt die Halle, gleich wo Artorius auf uns wartet wahrscheinlich. Und ja, ist ja nur noch Artorius übrig, ne? Ja, und Innominat. Also 2 sind noch übrig. Eisen hatte irgendwie nicht mit irgendjemand. Doch, hat er wohl. Oh, da ist der Gegner. Du blödes Viech. Einer von euch noch nicht Glück gehabt. Na, welcher jetzt? Du da? Warum sind die da 65 und die da 75? Flügel des Unglück. Der klingt wie so eine Digimon-Attacke mehr. Ne? Ich habe nicht genug gemacht.
Dann mache ich hier. Frisse er das. Magelo saugt das Zeug ein. Schon wieder vergessen. Ja, euch kann ich erledigen. Ja, nein. Nee. Katsching. Nochmal. Ja, verdammt, noch mal weg, ne? Er will mich angreifen. Könnt ihr es wagen? Dass er das. Nämlich möchte ich nur diesen einen Dämon gleich erledigen. Dann habe ich so das Gefühl, dass ich heute irgendwie was erreiche. Stell ich mal vor, ich wäre irgendwie auf der Brücke hier runtergefallen, ne? Mit diesem Sprungangriff. So wie diesen einen Glitch hier damals in dieser Arena. Stufe 4 Insel, meine ich. Hey, dich habe ich gesehen. Nu versteckt sich da hinter dem Stein. Haben wir mal irgendwie von der Brücke runtergefallen, jetzt die Beine gebrochen. So, hi, was geht? Drachenvolk. Ihr kommt mir bekannt vor, Mister. Stimmt, genau, das war das. Muss da war irgendwas. Sonst gibt es eine ultimative Waffe. Wie kannst du das wagen, dich von mir abzuwenden? Ja, Magelo, ich glaube, wir sollten auswechseln. Ist irgendwie kein gutes Matchup hier, wenn er nicht zaubern kann. Ich wollte meine Büste gerade einsetzen, weil wir danke. Au, au. Ich glaube, Eisen hat noch richtig billige Sachen an, ne? Wegen Dings hier. Oh. Der Rang geht zu Stil. Habe ich gelesen. So ein ehemaliger Rangetsu Anführer oder was? Sollte vielleicht mit Roku kämpfen, ne? Ja, verdammt. Ich hau einfach meine Mystikarts rein. Oh ja. Ha. Was nun? Ja, das war doof. Oh, das war nicht gut. Also, du kannst zaubern. Dreck. Mein Gott, sind wir hier schwach gegen den. Werbet, wenn du Heilung brauchst, dann ruf doch. Oh Gott. Au, Backe. Ja, nicht du, cool. Oh Gott. Und Rebel ist natürlich auch kaputt gegangen. Oh, komm her. Ja, stimmt. Ich sollte mich vielleicht darauf verlassen, dass einige Charaktere Wiederbelebungszauber haben. Tschüss. Ja, du machst die. Verdammt, Elnor, sag Bescheid, wenn du mich heim willst. Er ist ja nicht gerade so. Au. Pff. Wiederbelebungen sind so ja nicht so ein Ding, was hier so viel was bringt in diesem Spiel. Entschuldige, wenn ich nicht direkt drin bleib und so. Danach frage. Liegt am Boden. Boom. Oh Gott. Oh, sehr gut. Oh, da war gerade irgendwo eine Seele. Da. Boom. Oh mein Gott, da bin ich mal einen Moment weg. Oh, das setzt eure Seelen ein, um euch zu heilen. Setzt eure Seelen ein, um euch zu heilen. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Protection. Da komm her. Friss Papier. Boom. Was mache ich eigentlich?
Oh Gott, geh weg. Oh mein Gott, ich wollte meinen Seelendings einsetzen, mich zu schützen, aber wollte sie nicht machen. Oh Gott, geh weg. Was bist du dran? Wer? Wer? Ich bin so eigentlich anfällig gegen Wind. Ich will Eisen mit Magie ein. So, auch hast du mit mir zeitgleich Seelenbrecher eingesetzt, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich glaube, du bist nicht unbesiegbar, wenn du ihn kurz einsetzt. Ja, daneben. Boom. Jetzt haben wir dich. Ich soll immer erst da durchdüsen. Das kann er mich nicht treffen. Er liegt am Boden, tritt zu. Oh Mann, ehrlich. Bäh. Boom. Schlitz. Ah, verdammt. Mein Timing ja vermasselt. Schlitz. Ja. Krieg ich. Ja, hau dir mit Zaubern zu, Milo. Aua. Nach der Aufnahme will ich sowieso neue ankaufen, also yep. してくれ。兄貴は俺が切ったよ。見事よ。ロクロ。今ロクロって。ああ。こいつの正体は仙台の。ああ。俺の母親だ。そうか。仙台シグレは女だった。 母親と知って切ったのですか。なぜ。そういう家系なんだよ。母さんもじいさんも切って、兄貴も母さんも切って、しぐれの名を継いだ。切られて死んだはずのものがなぜゴーマ。いや、奴は精霊だった。半ばドラゴン化しかかっていたようだな。では精霊に転生したということか。 しかも人間の記憶を残して、そんな都合のいいことがあるのかの。よほど強い思いを抱えていたか。それとも何でもいいさ。こいつの立ち筋は確かに乱血。母さんの剣だった。タバサはこのことを知っていたのかな。だとしたらまんまと利用されたわね。 Aber nicht in dem Part, oder? Lammernstiefel, waffenfähiges Azerit 8. Und dann insgesamt nicht sehr gut. Oh Gott. Ich will noch ein Monster von überall. Tails müssen euch bekommen. 100 Stück. So, raus hier. Ich kann mich noch überall hin teleportieren, geil, ne? Gut, dann müssen wir zu, ja, Frage Tabata ein Logis. Machen wir in der nächsten Folge. Ich gebe jetzt mal Lafayette ein paar neue Schuhe. Hier die Kaiserdinger. Kaiserstraße, Monopoly Straße, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie in ein Gasthaus oder so übernachten kann, damit ich diesen blöden Fenstertrank hier mal endlich weg habe. Und ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir mal zu Tabata und reden mit ihr über diese ganze Sache. Und ja, ich würde sagen, wenn euch Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.